Bevor wir nun zum Materialgesetz übergehen, sehen wir uns noch Verschiebungsfelder und Verzerrungszustände an. Hier in Aufgabe 63 ist ein Verschiebungsfeld in kartesischen Koordinaten gegeben. Dieses hat wie üblich die Komponenten U, V und W. Zu bestimmen sind aus dem Verschiebungsfeld der Verzerrungstensor Epsilon die Hauptdehnungen und die Hauptdehnungsrichtungen sowie die Volumendilatation. Aus diesem Verschiebungsfeld, das wir eben standardmäßig mit U, V und W bezeichnen, kann man den Verzerrungstensor ausrechnen. Der Verzerrungstensor an sich schaut genauso aus wie der Spannungstensor, nur dass er statt den Sigmas Epsilons drinnen stehen hat. Ich schreibe lieber wirklich die Verzerrungen rein und nicht gleich, wissen Sie, die Scherwinkel, die Gamma stehen oft drinnen, aber da müssen Sie ein halb Gamma dann reinschreiben und das ist oft sehr verwirrend. Also wir bleiben lieber bei den Epsilons, ist wieder symmetrisch, aber das wissen wir jetzt eigentlich noch nicht, dass der symmetrisch ist. Weil das war ja mein Versprechen beim letzten Mal, jetzt sage ich Ihnen zumindest schematisch, warum der Spannungstensor symmetrisch sein muss. Und der Spannungstensor muss symmetrisch sein, weil der Spannungstensor aus dem Hookschen oder aus einem Materialgesetz durch Anwendung auf den Verzerrungstensor entsteht und weil der Verzerrungstensor selbst schon symmetrisch ist. Dann rechnen wir die so aus, nämlich dass das Epsilon XX ist die Ableitung der U-ten Komponente, also der ersten Komponente U des Verschiebungsfeldes nach der Koordinate X. Der erste Index bezeichnet den Eintrag des Verschiebungsfeldes, der zweite Index bezeichnet den Eintrag, nachdem abgeleitet wird. Deswegen schreibe ich auch konsequent normalerweise, vielleicht beim Hookschen Gesetz nicht mehr, aber da jetzt, immer beide Indizes hin. Weil dann sieht man sofort, wo was stehen muss. X Komponente des Verschiebungsfeldes ist U, deswegen steht oben U, weil das X ist und nach X abgeleitet. Dann setzen wir ein, die Ableitung, partielle Ableitungen sind das alles, Kx durch, also nach X abgeleitet, ergibt K. Epsilon XX Komponente. YY genauso, wie wird die dann ausschauen nach dem Schema? DV nach DY, ja. Die V-Komponente ist die Y-Komponente des Verschiebungsfeldes und nach Y Raumrichtung wird abgeleitet. Das heißt, wir haben die partielle Ableitung von DY, also machen wir gleich K dazu, K Y plus 4KZ nach Y abgeleitet, das ergibt wieder KZZ dementsprechend gleich, nämlich die W-Komponente, W ist die Z-Komponente vom Verschiebungsfeld nach Z abgeleitet. Das heißt, wir haben hier 4K Wurzel 2X plus 3kz abgeleitet partiell nach z ergibt 3k. Ja. Und die anderen sind jetzt ein bisschen spannender. Die anderen sind nämlich die Nicht-Diagonalelemente. Fangen wir mit dem xy an. Das xy ist eine gemischte Ableitung. Nämlich eine Summe aus der Ableitung der X-Komponente des Verschiebungsfeldes nach der Y-Raumrichtung plus die Ableitung der Y-Komponente vom Verschiebungsfeld nach der X-Raumrichtung. Und deswegen vorne ein halb, dass man wieder den gleichen Betrag kriegt. Also ein DU nach DY plus DV nach DX. Hälfte davon. Das heißt, wir haben jetzt einmal da vorne die X-Komponente nach Y abgeleitet und dann das Umgedrehte. Machen wir es so. Die Y-Komponente nach X abgeleitet. Also wie wenn es
herumdrehen, die beiden. Und genau da drinnen liegt die Symmetrie begraben, weil es sagt ihnen ja niemand, ob sie jetzt die Summe du dy plus dv dx oder dv dx plus du dy rechnen müssen. Das ist das Gleiche. Immer. Also man kann ja genauso gut schreiben, das ist ein halb dv dx plus du dy. Das sind ja genau die gleichen Komponenten. Die Summe ist kommutativ hoffentlich. Und das ist aber jetzt, wenn sie es umdrehen, Epsilon Ypsilon x. Und damit ist bewiesen, dass der symmetrisch sein muss, weil es kein anderes U und V mehr gibt, als die, die sowieso schon da sind. Und aus dieser Symmetrie resultieren alle anderen Symmetrien, die man in der Elastizitätstheorie so findet. Und das ist jetzt typischerweise, ich schreibe es vielleicht da rüben her, Epsilon XY bezeichnet man auch als ein halb Gamma XY. Das Gamma ist also nur diese Klammer. Das sind die Scherwinkel. So, jetzt haben wir es zumindest hingeschrieben, wie man es ausrechnet. Jetzt rechnen wir es auch wirklich aus. Wenn Sie raufschauen, U nach Y abgeleitet gibt 0, da ist kein Y drinnen. Und V nach X abgeleitet gibt ebenfalls 0, da ist auch kein X drinnen. Also diese Komponente wird 0. Genauso geht es für die anderen dann. Das Epsilon YZ ist ein halb dv nach dz plus ein halb dw nach dy, wieder vertauscht, ausgerechnet. dv ist, ich sehe jetzt nicht mehr alles ein, v nach z abgeleitet ist 4k, wenn Sie da oben reinschauen, steht 4kz plus y, also 4k, und das w nach y abgeleitet ergibt 0, im w steht kein y, das ist also 2k, und damit auch Epsilon ZY und Epsilon XZ ist DU nach DZ und DW nach DX, Hälfte davon. Da machen wir die Ableitung, das U nach Z ist 0, da steht KZ wieder drinnen und das W nach X ist 4K mal Wurzel 2. Also 2k Wurzel 2 ist diese Komponente Epsilon Zx. Also ist der Verzerrungstensor als Ganzes k 0, 2k Wurzel 2, 0, k 2k, 2k Wurzel 2, 2k und 3k. K können Sie von mir aus auch noch rausheben, aber das ist unser Verzerrungstensor. Und jetzt könnte man, das mache ich jetzt nicht mehr, dass wir noch zum Hooke'schen Gesetz kommen, jetzt könnte man auch mit dem natürlich alles wieder veranstalten, was man mit jedem anderen Tensor kann. Also Hauptwerte ausrechnen, das sind dann die Hauptdehnungen, analog genau zu den Hauptspannungen. Und die in die Hauptlage drehen, die Hauptrichtungen bestimmen und so weiter. Das ist immer alles gleich.